Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Und wir waren ja dabei, hier unseren zweiten Hangarbereich zu bauen, wo wir dann unser großes Schifflein parken können. Schiff kann man ja nicht wirklich sagen, wir sind ja auf der Erde, das ist eher ein Transport- oder Bohrerflugzeug. Und das bauen wir dann mal hier fertig. Wir haben ja zum Glück unsere Nanitenfabrik. Uns Essen ja abnimmt. Was sehr hilfreich ist. So, die Frage ist, warum hängt das so ein bisschen? Mit Schatten. Na gut, kann auch sein, dass das Schattenberechnung. Anzahl der Mods, die uns so eine Strichrechnung macht. Okay, da will er uns die dritte Reihe dann doch nicht bauen lassen. So, Welt gespeichert. Aber gut, falls das Ding wieder abstürzt, das hatten wir ja einmal schon nicht gespeichert war. Dann hat sich eine Stunde Arbeit umsonst gemacht. Habt ihr denn nebenbei nochmal nachgespielt, dass wir ungefähr den gleichen Stand hatten? Warum leuchtet er rot? Weil dann rief 5. Gute Frage. Rot, rot, rot. Rot. Sag mir nicht. Uran. Warum habt ihr hier schon wieder kein Uran? Da waren noch vorhin 270. Na super, wenn kein Uran, dann natürlich auch kein Strom. Und wenn kein Strom,
Uran. Wo ist denn das ganze Uran hin? Mann, ey. Wir hatten noch 270 Packer Uran gehabt. 210. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass das ganze Uran jetzt hier irgendwo weg ist? Wenn gleich die Hampelmänner kommen. Ich frage mich echt, wo ist das ganze Uran hin? So, füllen uns hier mal ganz kurz unser Hydrogen wieder auf. Hat er gerade auf mich geschossen? So. 8. So, warum? So, verbinde ich. Verbinde ich.
Und was stimmt mit dir jetzt hier nicht? Das hat doch vorher auch geklappt. Sollte da jetzt nach Möglichkeiten sehen und das, die müssen sich jetzt die Kacke hier rüberziehen. So, Reaktoren. Reaktoren. Der Groß hat jetzt 8 drin. So, Eisen hat er auch genug. Das auch, Nickel. Uran. Uran. Uran hat jetzt erstmal genug Load. Eisen auch und Gold auch. Jetzt muss die Fabrik nur arbeiten. Aber wo sind denn die 210 hin, die... Große... Eine Frachtcontainer. Das sind der hat 3, der hat 9. Du hast 4. Du hast 9, okay. Da wird es produziert. So. Voll.
Gut, jetzt müssen wir das Ding nur noch all nach unten bringen. Dass er so lang ist. Das steht. Ja, nicht schön, aber selten. So, jetzt haben wir da Platz. Der steht da erstmal drauf. Und dann... Die Reaktion hier schon wieder aus. Hier oben kommen dann der Fresser hin. Wollen gleich mal gucken, wie wir den denn am günstigsten da aufbauen. Checkpoint aus. Obsidian Blast von Archer. Blast. Jetzt entweder so oder so. Irgendwie hängt das Spiel so ein bisschen hinterher. Und dann kann er sich die Sachen holen und raus. Und zwar mit einem Verbinder. Ja, machen wir gleich noch mit dem Terraforming.
habt ihr doch alle so vermisst. Gang noch weiter, weil die Assembler, da wollte ich auch 4 Stück von auf. So, was ist jetzt hier? Habt ihr schon wieder kein Uranium? Jetzt müssen wir aufpassen. Unser kleiner Abgang. Wenn wir irgendwo drauf gedockt sind, können wir den großen Abgang nehmen. Dahin 5. Dahin 5. Und jetzt bitte Uran, verschwinde nicht. Mit den Naniten hat er noch so ein paar. Oder halt mit den Lichtverhältnissen, das kann auch sein. Gut, aber ich würde sagen, war jetzt nochmal aufregend genug. Wird jetzt hier alles fertig gebaut. Könnten wir eigentlich auch noch eine dritte Reihe machen, wenn es so schön war. Dahin. Und dann kommt hier theoretisch der Assembler oder die Fertigungsanlage oder die Montageanlage.
wir. Die auch verbessern wollen.